Dadurch wird es wahrscheinlich wertvoller jetzt zu suchen. Es wird wertvoller jetzt hier auf Scouting-Mission zu gehen. Das probieren wir gleich mal aus. Ich habe jetzt 6-mal Commons bekommen. Ist jetzt nicht so wertvoll. Schauen wir mal, ob ich hier mit diesem Perk jetzt mindestens 2 Uncommons bekomme. Und dann muss ich mich irgendwie... Ja, muss ich irgendwie herausfinden, wie das mit dem Craften funktioniert. Moment! Ah, ich muss dann mal in die Bar rein, weil der hatte doch, glaube ich, Crafting-Rezepte. Wenn ich mich recht erinnere. Der hatte da was. Das könnte gut sein. So, schauen wir mal. Inaktiver Poltergeist. Also hier war... Hier ist was passiert. Und wir schauen nach, was passiert ist. Oh, der Stuhl. Der ist so knapp. Junge, hör auf mit dem Stuhl auf mich zu werfen. Aber gut, dann haben wir diese Aktion schon mal weg. Dann ärgert er mich nicht nochmal. Spinnen. Na gut. Dude. Die andere kommt jetzt auch. Ja. Bam. Headshot. So. Pfui, Spinne. Erstmal in die Räume rein. Die Gegner werden scheinbar getriggert, wenn man einen Raum betritt. Dementsprechend immer schön in die Räume rein. Und es wird anscheinend auch getriggert, ob man einen Raum geklärt hat. Mhm, hier ist der lange Gang. Na, das war jetzt nicht notwendig. Die Fliegen könnten wir abhauen. Ach, na gut, dann halt nicht. Gut ausgewichen. Und weg mit dir. Einziges Problem ist, der könnte jetzt auf der Blutspur sein, weil da war eine Blutspur. Hier ist niemand. Wollte gerade sagen, hier ist niemand. Ah, shit. Junge, komm her. Ich brauche zielsuchende Raketen, um euch auszumerzen. Hallo. Sorry. Ich muss hier rein. Ich muss auf die Toilette, deswegen muss ich aufschießen. Wer hat das Klo zugesperrt? Warum war das Klo zugesperrt? Oh, ich habe durch die Wand geschossen. Nice. Habt ihr das gesehen? Da hinten ist er eingeschlagen. 2 erwischt. Eine lebt noch. Die haben ihre Spezialfähigkeit, dass sie durch Türen gehen können. Oder unter Türen durchgehen. Ah ja. Was könnte noch kommen? Bloodcrawler? Ja. Ah. Der kann auch unter Türen, glaube ich, durch. Aber so wie er... Ey, das war ein Treffer, oder? Das war doch eindeutig ein Treffer. So wie der sich bewegt, ist nervig. Gut. So. Vielleicht noch einmal spinnen irgendwo? Dann müsste ich das Haus geklärt haben. Das gefällt mir auch einigermaßen, dass das Muster ähnlich ist immer. Also, die ähnlichen Typen, man... Wartet mal. Hier höre ich was. Dann kann ich doch gleich mal schauen. Oh, aber sowas von. Hier ist der Ausschlag extrem groß. Da hat jemand gelitten. Sonst ist hier nichts. Alter, war was. Das ist eine Spur, oder? Geht die hier hin? Die geht hier hin. Oh, perfekt. Noch gleich. Oh, schon der zweite Evidenz. Okay. Woher kommt der? Und schaut euch die Spuren an. Hier ist... Nichts Großartiges. Hier ist was. Das war doch gerade noch nicht. Hier in dem Raum? Sieht stark danach aus.
Wer möchte mit mir reden? Nee, hier nicht. Eher in die Richtung. Irgendwas hier? Sieht ihn. Hä? Hier? Irgendwo, hätte ich jetzt gesagt. Hier wird's leise, also in die Richtung. Aber noch nicht. Wie weit in die Psst. Ich höre euch zu, ihr Geister. Sprecht mit mir. Sprecht mit mir! Oh ja, nein, Charity, nicht zwingend. Kennst du Supernatural? Ähnlich so. Das nehmen wir auf, das Geschrei. Horror, eher Action-RPG. Horror, ja, also man hat auf jeden Fall jede Menge Jumpscare so in der Art, aber man gewöhnt sich schnell an die. Sagen wir es mal so. Die sind jetzt... Oh, da war es. Ist eher das Thema Mysterie und Horror. Nicht zwingend der Sinn des Spiels. Eher suchen, finden, lernen über die Monster und sie dann bekämpfen. Hier irgendwo in der Nähe ist was. Hier irgendwo sehr anfällig für Horrorspiele. Ja, dann hast du ja den meisten Genuss daraus. Hä? Moment, wo ist denn hier was? Also hier geht's weg. Hier irgendwo muss es doch sein. Wo ist das? Wo ist der IM-Ausschlag am stärksten? Hier runter? Es wurde stärker, als ich runter bin. Ah, hier! Was ist hier? Ein Rope. Ein verdächtiges Rope. So, was habe ich denn jetzt schon? Ich habe... Ah, okay. Ich habe zwei Aufnahmen. Ich habe da eins war von der Blutspur und eines war hier durch das EMP. Ich gehe mal davon aus, dann fehlt mir auf jeden Fall noch eine Blutspur, mindestens. Außerdem gehe ich auch davon aus, dass es hier sowas noch gibt. Es gibt bestimmt noch irgendwas. Es muss noch irgendwas geben. Ich komme ja noch nicht mal auf die Deduction. Mir fehlt noch ein Hinweis. Ah, hier. Es bewegt sich. Der Zeiger bewegt sich. Entweder wir werden verstrahlt, weil hier ein Atomkraftwerk in der Nähe ist. Oder das ist ein spukendes Porträt. Eine Schweinemaske. Hier, perfekt. Und ich wollte gerade sagen, uns fehlt immer noch ein Hinweis. Und der Hinweis geht von dieser Leiche aus. Eine Spur, eine Fußspur. Wir folgen dieser Fußspur. Ja, das einzige Problem... Ah, es geht nach draußen. Das einzige Problem bei diesem Spiel ist, dass halt... Man geht in einen Raum und dann kracht's kurz, weil ein Gegner spawnt. Da muss man ihn halt bekämpfen. Wenn man sie ein oder zweimal kennengelernt hat, dann geht es schon. Und hier haben wir den letzten Hinweis. Wie der Mord zustande kam. Oder wie die Leute gestorben sind. Gut, dann kombinieren wir mal. Also ich beginne mit den Tapes. Die Tapes ergeben Bloodcrawlers. Ah ja, okay, ich könnte jetzt... Ah, okay. Ich könnte jetzt Bloodcrawlers unleashen, aber... Also den Poltergeist unleashen, aber nee. Ah, man braucht zwei Hinweise. Dann könnte man den Poltergeist in so einem Hunting Area unleashen. Gegen den Boss also antreten, gegen den Boss-Poltergeist. Critters. Ghoul gehört auch zu Critters, okay. Ah ja. Ja, stimmt. Nee, es gibt noch eine andere. Wo gehört denn der... Oh, Shadow. Shadow ist neu.
Shadow hatte ich davor noch nicht. Ach, das sind wahrscheinlich die Shadow Pages, die ich da gekauft habe. Shadow. Sneaky. Seit wann kann ich... Das ist mir noch nie aufgefallen, dass ich da was markieren kann. Und wie kann ich das wieder wegmachen? Cool. Ich kann mir da Hinweise notieren. Okay. Machen wir weiter. Was? Die Schweinemaske. Und das Blut. So, wir müssen beim Blut schauen. So, wir haben so eine Form. So eine Form sieht nicht wie da aus. So Sharp Force könnte es sein. Ja, ich glaube, es ist Sharp Force gewesen. Eine Banshee. Alles klar. Meine Deduction hat herausgegeben. Es ist eine Banshee. Wo war jetzt mal eigentlich meine... Da war's. Sehr gut. Perfekt. Gut, dann sind wir hier fertig. Wir haben herausgefunden, was hier los war. Eine Banshee war's. Prove way to it. Keine Ahnung. Hoffentlich geht es wieder weg. Und? Habe ich richtig gelegen? Das kriegen wir nämlich jetzt raus. Ja. Weil ich könnte auch was anderes rauskriegen als Ergebnis. Und dann kriege ich nicht hier Deduction Bonus. Hier Job Earnings. Aber es war wirklich hier eine Banshee, die dafür zuständig war. Und zwei Valuable. Also über 200 Kohle jetzt schon. Schauen wir mal, wie es aussieht mit unserer Munition. Habe ich noch genug? Theoretisch. Ja gut. Wie viel Geld habe ich? 723. Ich könnte einiges verkaufen, dann hätte ich schon deutlich mehr. Wir könnten ja mal... Terror T, seit wann bist du eigentlich schon hier? Möchtest du mal sehen, wie so ein Hunting aussieht? Ich probiere es einfach nochmal, um zu schauen, was dann anderes passiert. Beim ersten Mal bin ich total untergegangen. Und es war creepy. Das war richtig creepy. Die Ereignisse... Ich glaube, da sollte ich meine Shotgun ausrüsten. Obwohl die nicht so gut ist, vom Damage her. Und 2 Schuss bloß hat. Und verrostet ist. So, hier könnten wir gegen einen richtigen Geist antreten. Aber bis dahin überlebe ich nicht mal. Ah, das Bild gerade eben, das war immer... Das ist immer das, der Standard-Ladescreen. Das hat nichts zu bedeuten, noch nichts. Wo ist hier das Haus? Da ist es. Okay, das wird ein Spaß wieder mal. Ich gehe davon aus, dass ich gleich wieder sterbe. Hallo, ich bin's, der Wuchi. Ist hier jemand zu Hause? Angst? Ach du Schande. Geisteraktivitäten en masse. Tja, hier ist halt ein Aktiv... Ach du Schande, ist sie groß. Ich hab Angst. Ah, ist sie riesig. Was kann die? Ja, auch nicht anjumpen. Oh. Shooten kann die auch. Okay, und jetzt schießt sie. Okay, ich kenne ihren Move-Rhythmus jetzt. Mensch, hat die Leben. Ach, du Schande. Arachnuf. Oh, aua. Mich schon wieder angespotzt. Aber ich kann sie besiegen. Ich glaube an mich. Jawohl. Oh, ausgewichen. Perfekt. Komm, komm. Du bist down. Jawohl. Easy. What the fuck? Ach du Schande. Easy going, wollte ich gerade sagen. Das war eine Mutterspinne. Ich brauche Heilung. Und ich habe Angst. Ich will abhauen. Weg hier. Weg hier. Zu viele Spinnen. Ich bin weg. Okay. Ja, easy going.
Ich habe mir, als sie starb, habe ich mir gleich gedacht, das war doch viel zu einfach. Und dann natürlich, oh, Hunting ist brutal. Mach mal lieber was Einfaches, Sweeping zum Beispiel. Oh Mann, mein Freund, ich brauche unbedingt was Besseres. Ich brauche die, da bräuchte ich wahrscheinlich. Mit der könnte ich gut dagegen ankämpfen. Primary Gun. Dann bräuchte ich wahrscheinlich noch sowas zum Beispiel. Oder so die stärkste Pistole. Doch, sowas. Und mit sowas kann ich gut mich anfreunden. Long Range. Ja, Mid Range. Ja. Roulette Playing. Okay. Die ist wahrscheinlich auch ziemlich geil. Aber vom Preis her unerschwinglich für den Moment. Wir machen eine Sweeping-Mission. Sweepen wir die Gegner weg. Das wird easy going. Das sage ich euch. Oder auch nicht. Ja, der Ladebildschirm ist immer dasselbe. Und auch das Hausdesign ist immer dasselbe. Early Access, gerade ist rausgekommen gestern das Spiel. Also von daher, ja, da wird schon noch einiges kommen. Ist auf jeden Fall jetzt schon schwierig. Scouting war das, was wir als, wo du, glaube ich, reingeschaut hast, gemacht haben, wo man hier die Signs finden musste, also hier, da ist ein Ektoplasma Zeug und da ist eine Stimme aufzunehmen und da ist eine Blutspur, das ist Scouting. Jetzt sind wir beim Sweepen, das bedeutet, wie es dort unten stand, hier ist ein infizierter Ort. Hallo. Hallo? 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 Was war das? Ach, du bist es. So ein Tentakelviech, was auf mich schießt. Okay, okay. Jawohl. Schade, man sieht es nicht so gut. Ah, das war's. Ist einfach aus der Leiche rausgekommen, dieses kleine schießende Tentakelviech. Garstiges Wesen. Aber es ist immer noch der, ja, einer der einfacheren Gegner. Wenn ich nicht getroffen werde von seinen Wurfprojektilen. Ja, genau, das ist das neue Spiel, was ich vor ein paar Tagen kurz angesprochen habe. Ähnlich wie Supernatural, die Serie, finde ich. Sehr ähnlich. Auch vom Szenario her. Oh, Spinnen. Und nicht zu wenige. Ah, da ist ja noch eine. Na, ah, ich musste nach. Warum musste ich nachladen? Ich hatte doch 6 Schuss. Habe ich vielleicht aus Versehen draufgeklickt? Gut. 5 Spinnen. Naja. Hier in dieser Mission. Was ist das? Oh, okay. Da ist wieder so ein Kuh. Ich sehe es nicht. Aber ich kann. Ich hatte gerade es im Visier. Wo ist es? Oh, ach, ich kann es nicht sehen. Ja, jetzt sehe ich es. Aua, hat mich erwischt. Nein, warum treffe ich es nicht mal? Ah, uncool. Ich kann mal schauen, wie meine Shotgun gegen es wirkt. Töte? Nein, falsch. Oh. Oh, die Shotgun war gut. Wo hat der denn gerade hingeaimt? Okay, das ist scheiße, wenn man die Gegner nicht sehen kann. Im Nahkampf will ich nicht der nicht begegnen. Die macht zu viel Damage. Man kann nicht so gut ausweichen. So von der Tür aus perfekt. Hallo? Bisher kam noch kein Ghoul. Einerseits gut, andererseits scheiße, weil der kommt doch bestimmt noch. Hm.
Ich wäre aber nicht böse, wenn keine Ghule kommen. Was ist das denn? Das wirst du sehen. Wahrscheinlich mein Untergang, da ich schon zweimal Heilung, meine zwei Heilungen aufgebraucht habe. Naja, jetzt kommt erstmal Spinnen wieder. Da, aim is on point. So sieht's aus. Okay, da war der große Raum. Da ist ein Ghoul. Aua. Junge, geh sterben. Irgendwie hat sich der Sound angehört, als wäre der Ghoul woanders. Okay, ich bin sowas von kaputt. Ich gehe jetzt wieder raus. Da hat mir der Tentakelfratze zu viel Leben gekostet. Ja, bevor ich sterbe, gehe ich jetzt lieber. Ja, gibt auch gut Geld. Ja, das war ein Ghoul. Das war ein Ghoul. Hässlich, die muss ich auf offenem Feld bekämpfen. Ja, wir haben sogar ein Nest oder ein Gegner hat noch gefehlt. Dann hätte ich fast alle gekillt. Also ich glaube 102 und... Oder 100... ja, ungefähr müsste es so sein. Puh, gibt aber nicht so viel Geld wie Scouting. Die Frage ist, auf was spare ich jetzt im Moment? Es gibt leider hier in dem Spiel noch keine Übersicht über Missionen. Was habe ich denn gerade an offenen Tasks? Ich könnte einiges verkaufen hier. Hier, ich wusste doch, da gibt es noch andere Sachen. Shadow Pages, Blood Cola Entry. Ich kaufe die Schematics mal. Ich habe keine Ahnung, was sie bringen, aber ich kaufe sie einfach mal. Knock Volley Gun. Nicht so gut. Piraten, Augenklappe, auch nicht so das Beste. So, du... Ich kann da nicht drauf, noch nicht. Fragen, you got any tips for Rookie Hunter? Don't be a hero, mate. Grab one sign and get the hell out of there. Okay. Ja, gut. Also, einfach alles schnappen, was man kann. Are there any countermeasures? Gas, you made? Tripwire. Okay. Die Sterbensrate ist 99,99%. Ich glaube, der Boss ist eine harte Nummer. Tja, the Demon's Record. Stimmt. From the Hound. Bist du denn wahnsinnig? Das ist meine Hauptquest gerade. Hunting Quest. Ja. Wie kriege ich noch mehr, noch besseren Stuff? Let me know. Thermal Scanner, he made what's toolbox for? Boost traps. Yeah, if you got an EMP, just hook it up to a regular household electricity box. Okay, ich kann da das Equipment, den Hausstand auch nutzen. Sowas wäre nicht schlecht, aber das bringt nur was in Hunting Areas. Und da überlebe ich kaum eine Sekunde. Gehen wir wieder scouten. Machen wir noch eine Scouting-Mission. Scouting-Missionen sind gut. Da fühle ich mich wohl. Da gibt's bloß ein paar Bloodcrawler und ein, zwei Spinnen und dann ist gut. Ich müsste mal Granaten ausprobieren. Generell Fallen habe ich noch nicht ausprobiert. Granaten habe ich noch nicht ausprobiert. Köder habe ich noch nicht ausprobiert. Da stirbt man nicht. Ja, in der Hoffnung zumindest gehe ich dahin. Und man verdient mein Geld. Das ist das größte Plus daran.
Ich könnte mir vorstellen, die Sweeping-Missionen, wo man also nur kämpfen muss, sind schneller, wenn man gutes Equip hat. Also wo man einfach reinrennen kann oder alles wegballern kann. Aber in diesen Missionen... Das fängt ja hier schon mal super an. Das kann ja auch immer mal was draußen sein, aber hier nicht. Aber wenn man nicht so starkes Equip hat wie ich, sind die Missionen deutlich profitabler. Besonders da ich jetzt auch noch den Treasure Perk habe, um wertvollere Signs zu finden. So, das ist doch die... Hier, Geist, wo kommst du? Wann triggerst du? Kein Geist hier? Okay, dann halt nicht. Normalerweise wird so ein großer Raum gerne für den Geist genutzt. Okay. Hier ist nichts. Dann gehen wir mal hier. Da kommen wir in den großen Raum. Spinnen. Erwischt, erwischt. Erwischt. So. Spinnen. Wieder Spinnen. Ja, natürlich, in der Küche. Ja, da sehe ich nichts. Nachladen schnell und boom, weg mit der. Gut. Ja, aber das ist nicht so schlimm, wenn man wie ich ist und sie prinzipiell... Ich bin immer zu langsam, ich bin immer Schwanz dran. Immer sie erwartet, wenn ich in einen Raum gehe. Dann erwarte ich schon, dass irgendwas passiert. So. Mit Abstand kann man die leichter killen. So, noch... Da kommt der nächste Krabbler. Ah, ich wollte ihn zweimal erwischen. Das Kampfsystem ist das Einzige, was die Leute größtenteils... also was die negativen Feedbacks hier in Steam, in den Steam-Reviews auch bringen. Das ist ein bisschen hakelig auf jeden Fall, aber... Ja... Ich habe schon mal so ein Spiel dieser Art mit diesem Kampfsystem gespielt. Das war eigentlich ganz okay. Ich finde es okay. Wir haben noch nicht den Raum gehabt. Hier ist irgendwo eine Stimme. Ich höre sie jetzt schon. Noch so eine. Das ist schlecht. Das Problem ist, ich muss halt die rechte Maustaste gedrückt halten, um besser zielen zu können. Wo kommt der? Da kommt er. Und noch gleichzeitig ausweichen und pipapo, das ist schwierig. Wir haben noch nicht den Raum gehabt, wo ein Möbelstück auf mich zufliegt. Das müsste eigentlich noch kommen. Aber dreimal Blatt. Oh, das war ein zu kleiner Raum. Eigentlich sind es immer große Räume. Wie der. Nein? Auch nicht? Oh, ich glaube, ich habe alle Räume geschafft. Komisch. Kein einziges Möbelstück, das auf mich zufliegt? Das ist ungewöhnlich. Das kommt doch eigentlich recht früh immer. Sofort. Looky, looky. Hier höre ich doch schon. Ja, das hört man direkt. Hallo? Will mir jemand eine Geschichte erzählen? Nicht? Nicht hier? Hier jemand? Wo ist das am stärksten? Ist es hier am stärksten? Nee, hier wird's wieder ruhig. Also doch die Richtung. Vielleicht hier in dem Raum. Achso, das ist die Toilette. Hm? Ich höre da was. Ich bin ganz nah. Hier irgendwo. Hier auf der anderen Seite ist es drin. Hier. Das. Da haben wir es. Okay, und hier ist auch irgendwas anderes noch.
Nicht hier. Nicht hier. Da lang. Und nicht da. Hier lang. Wo haben wir? Da? Da drüben vielleicht. Hier drin. Da. Mörder? Fragezeichen. Mit einem Fuß. Oh. Was bewegt sich? Ui. War doch noch hier drin. Das hat mich jetzt ein bisschen erschrocken. Da bin ich ein bisschen zusammengezuckt. Das habe ich jetzt nicht erwartet, muss ich zugeben. Obwohl ich wusste, dass noch eigentlich was kommen sollte, habe ich damit jetzt gerade nicht mehr gerechnet. Das war krass. Hier ist immer noch was. Hier ist der Ausschlag. Noch hoch. Aber wo? Hier. Ein schönes Lied. Nehmen wir auf. Können wir als Kinderlieder-Sammlung dann verkaufen. Warte. Irgendwo. Wir haben noch keine Blutspur. Ja gut. Wir haben noch keine Da. Bloodcrawler. Laufen wir jetzt zu dem Nest oder zur Leiche? Moment, hier? Nee. Hier geht was rein, aber ich sehe es hier nicht mehr. Hier? Ich sehe die Spur nicht mehr. Ah, sie führt wirklich hierhin. Oh, ein Symbol. Symbol habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt. Aber von welcher Leiche kam das jetzt? Nee, nicht von da. Ah, hier. Von hier drin. Alles klar. So, ich erwarte noch ein EMF-Ereignis hier drin und eventuell noch eine Blutspur. Ein EMF. Ah ja, hier haben wir was. Hier sieht doch da draußen aus. Hier. Ah, hier. Der Stuhl, der umgekippte Stuhl. Rotten Fruit. Na schön. Dann schauen wir doch mal. Was haben wir? Wir haben die Tapes aufgenommen. Ja. Wir könnten einen Bloodcrawler beschwören. Wir haben ein Foto und ein Zeichen. Zeichen hatte ich, glaube ich, noch nie, oder? Symbols. Was ist das für ein Zeichen? Das ist das Zeichen. Cryptic. Ah, ein anderes Zeichen gibt es noch. Prinzipiell, das ist wie bei Supernatural, oder? Oder Grimm ist auch ähnlich. Wir sammeln Hinweise, dann schauen wir in unserem mächtigen Buch nach, wo alles drinsteht. Auf Deutsch, bloß verkehrt rum, deswegen sieht es kryptisch aus und ergibt nicht Sinn. Also, wenn man das mal liest, ergibt es keinen Sinn. Das finde ich echt immer. Da bin ich so fasziniert, dass sie es so gemacht haben, das finde ich voll witzig. Was war es? Kryptisch, oder? Kryptisch, genau. Und dann findet man heraus, was ist es in dem Buch und wie kann man es töten. So ähnlich ist es hier auch aufgebaut. Es ist ein Shadow gewesen, Spiderlings, Bloodcrawler, alles gut. Wir haben alles gefunden, gut. Wir haben es geschafft. Ah, da fehlt der Kopf. Alles gut, alles gut. We're leaving the job. Und sind happy mit unserem Leben. Ja, es gab wieder... Oh, es gab genau 200 Bucks. 200 Bucks mehr, aber ja, das ist... Oh, shit. Das ist eine Farmerei jetzt. Bis man jetzt richtig gutes Equipment... Das dauert jetzt ewig. Daran müssten sie ein bisschen arbeiten. Also da, der Sprung, bis man das nächste machen kann. Entweder, ja, im Idealfall für die Early Access sollten die jetzt noch ein paar zusätzliche Missionen einbauen.
Also hier beim Sweeping zum Beispiel, kille noch 10 von diesen komischen Tentakelviechern. Oder Scouting, finde irgendwas Besonderes raus. Sowas in der Art. Wenn ich jetzt dem meine Sachen verkaufe. Wie viel Money habe ich dann? Verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. 1156. Was auch immer der mit solchen Zeichen haben will, aber ja. Und für dieses Geld kann ich mir, glaube ich, noch nicht eine bessere Waffe leisten. Ne? 1000. Ah, die könnte ich mir leisten. Die macht 19 Schaden. Wie viel macht meine 14 Schaden? Die wäre schon eine Verbesserung, das stimmt schon. Aber ich brauche für so Massenangriffe eher so eine Shotgun, die halt auch ein AOE hat, prinzipiell. Wo ich einfach reinballern kann und irgendwas treffe. Oder ich nehme eine SMG und baller einfach rein. Puh, Carbines Combat Shotguns. Kann ich das lernen? Fragezeichen. Combat Shotguns? Survival? Guns meine ich natürlich. Wo? Wer Heavy Pistol? Wo finde ich denn Shotgun Finesse? Pump and Choke? Sharpshooter? Exotics? Combat Shotgun hieß es doch. Da! Ah, nee, kann ich gar nicht mal lernen. Level 99 required. Das ist das Zeichen, dass man das im Early Access noch nicht vorhanden ist. Oh, schade. Ich kann nicht mal den Skill mehr erlauben. Dabei wäre die so gut. Der AOD Boomer 87. Hm, schade. Ja, bis ich da mir was Neues leisten kann, dauert es auch ewig. Medical. Der Ephedrin Injector. Nee. So ein First Aid würde ich gerne mal testen. Aber warum? Ach, da brauche ich jetzt First Aid. Habe ich einen Skill Point? Nein. Wo finde ich First Aid? Survival wahrscheinlich. Da, First Aid. Allows to use Medkits. Okay, das könnte ich. V-Speed. Okay, das ist auch nicht schlecht. Hm, das kann ich nicht lernen. Das könnte ich lernen. Oh, mehr Leben und so. Daran kann ich investieren. Das ist nicht schlecht. Ja, gut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich werde bis zum nächsten Mal ein bisschen weiter scouten und Geld sammeln und mich neu equippen. Und beim nächsten Mal werden wir dann hoffentlich uns mit Hunting anlegen können und auch eine Chance haben. Dann geht's richtig los. Wir jagen Poltergeister. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Schönes Wochenende noch.